Geboren wurde er in der Schweiz und auch seine ersten Profischritte machte er in Zürich. Er ist aber nicht nur für seine Fußballkünste bekannt, sondern vor allem auch für seine ausgefallene Frisur. Die Rede ist natürlich von Rolf Fälscher. Heute treffe ich ihn aber mal nicht beim Fußballspielen, sondern wir gehen ins Superfly und da kann man vor allem ein Trampolin springen. Trampoline verteilt auf rund 3000 Quadratmetern Fläche. Genügend Platz also, um Rolfs Sprungkraft auf die Probe zu stellen. Die erste und zweite Liga in Italien und der Schweiz ebneten seinen Werdegang im Fußball. 71 Einsätze bei den Grasshoppers Zürich kann der Verteidiger auf sein Konto schreiben. Zudem stand er bereits 6-mal für die venezolanische Nationalmannschaft auf dem Platz. Seit 2014 verstärkt er den Duisburger Kader. Der MSV ist sein erster Verein in Deutschland. Die Fankultur begeisterte den damals 23-Jährigen jedoch von vornherein. Ich war jetzt ein paar Tage da und jetzt bin ich froh, dass wir das geschafft haben. Und ich bin extrem motiviert. Ich war beim Spiel gegen Nürnberg und habe da die Stimmung gesehen. Und das ist, ich denke, in einer dritten Liga. Das ist eigentlich wie erste Liga, also von dem her ist man sehr motiviert. Etwas über ein halbes Jahr, bevor Rolf sich das erste Mal in Zebrastreifen kleidete, kam Töchterchen Kim Eileen zur Welt. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Wenn man sich deine Instagram-Fotos anguckt oder Facebook oder jetzt auch hier, deine Tochter kommt einfach mit. Du bist so ein richtig stolzer Papa, oder? Extrem. Also wir sind eigentlich immer zusammen. Ich bin sehr ein Familienmensch und meine ganze Familie ist überall verstreut auf der ganzen Welt. Aber meine kleine Familie, meine Frau und Kind sind ja mit mir und eigentlich meine fast ganze Freizeit bin ich immer mit ihnen. Ich liebe es, mit meiner Tochter zu sein, Sachen zu unternehmen, mit ihr spielen und sie einfach, die ist einfach so niedlich, deswegen, also ist richtig schön mit ihr. Würdest du denn sagen, dass du im Moment so dein Traumleben lebst? Ich will es nicht sagen, mein Traumleben, aber ich bin sehr dankbar für mein Leben, wo ich habe. Ich bin extrem glücklich für das, was ich habe und immer dankbar. Ich bin auf einem Weg, auf meinem Weg, zu dem zu kommen, was ich eigentlich realisieren will. Was ist denn so dein großes Lebensziel, wenn du jetzt so sagst, es gibt noch was, was du realisieren willst? Es ist normal, also in einer höheren Liga zu spielen. Ich habe schon in der ersten Liga gespielt, aber jetzt wieder in eine erste Liga zu kommen, hier in Deutschland vielleicht, und gute Leistungen zu zeigen. Ich individuell und als Mannschaft, weil die Mannschaft macht extrem viel aus, auch für den individuellen Spieler. Also das, was mich sonst einfach allgemein glücklich macht, ist einfach mit meiner Familie zu sein. Wenn ich Zeit habe, einen Bruder zu sehen oder mal meine Eltern und einfach Zeit verbringen mit meiner Tochter, mit meiner Frau, und das macht mich glücklich. Kannst du dich denn noch an das erste Mal erinnern, dass du in einem richtig großen Stadion gespielt hast? Ja, klar. Wie war das so? Das war richtig ein schönes Gefühl. Da denkt man einfach viel als kleiner Junge, wo man selbst vielleicht mal ein Spiel geguckt hat in einem großen Stadion, dass man dann einfach auch dort, dann bist du dann die Person, wo auf dem Platz steht. Und das ist schon schön, dann, wenn alle Fans applaudieren, und schöne Emotionen. Der MSV ist jetzt ja deine erste Station hier in Deutschland, dein erster Verein in Deutschland. Ist Fußball in Deutschland irgendwie anders? Sagen wir, in Italien ist mehr so taktisch und taktischer Fußball, vielleicht ein bisschen weniger Tempo im Spiel, aber man muss gut stehen, und wie gesagt, hier in Deutschland ist ein bisschen mehr Tempo im Spiel und viel Intensität. Rolf, ich danke dir, dass du heute so offen hier geredet hast über deine Familie und dein Leben, und ich würde sagen, bevor deine Tochter dich jetzt gleich noch weiter vermisst, gehen wir noch ein bisschen springen und du kannst zurück zu deiner kleinen Prinzessin. Okay, danke schön. Danke euch. "90 Minuten haben es die Zebras am Montag versucht. Genutzt hat jede Anstrengung nichts. Mit 0 Punkten gingen die Duisburger aus dem Spiel gegen Arminia Bielefeld. Die 5. 0 in Folge.
2:1 lautete der Endstand. Torschütze Thomas Bröker schaut mit gemischten Gefühlen zurück auf die vergangene Begegnung. Ja, ich denke, war insgesamt ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns. Wirklich schade, dass wir uns da nicht belohnen konnten, zumal wir, denke ich mal, gut angefangen haben, sind in Führung gegangen und haben wir danach so ein bisschen nachgelassen. Die Bielefelder eigentlich wieder ins Spiel kommen lassen ohne Not, sind zweimal eigentlich auswärts in Konter gelaufen, was ein bisschen schade war und dann sehr gute zweite Hälfte von uns gespielt, wo dann einfach nicht selber belohnen. Wir hatten die Torchancen, dann zum Schluss auch noch Pech gehabt, dass wir den Elfmeter nicht bekommen haben. Ja, ich denke insgesamt ein sehr gutes Auswärtsspiel, nur leider konnten wir es nicht in Punkte ummünzen und war sehr schade. Die Mannschaft sei zwar zunächst frustriert und enttäuscht gewesen, blicke jetzt jedoch voll fokussiert und motiviert auf die Begegnung am Samstag. Da geht es gegen den Karlsruher SC. Die Baden-Württemberger stehen mit 26 Punkten auf Tabellenplatz 11. Nicht umsonst, wie Trainer Grue findet. Die verteidigen sehr, sehr clever und sehr diszipliniert mit alle 10 Spielen in eigene Hälfte. Auch das war auch deutlich zu sehen in eigenem Stadion, wo die gegen FSV Frankfurt jetzt gespielt haben. Und natürlich wird es schwer, weil die nur verteidigen und auf Kontra warten. Das heißt für uns, wir müssen auch unsere Spiele nach vorne weiter so machen. Aber wir müssen auch clever und besser verteidigen, weil Gegentor brauchen wir nicht zu bekommen. Nicht mit dabei sein wird James Holland. Der Australier kassierte gegen Bielefeld seine 10. gelbe Karte. Ilja Gruev ist zufrieden mit der Leistung seines Mittelfeldspielers. Dennoch ist er sich sicher, dessen Fehlen entsprechend kompensieren zu können. Anstoß des Heimspiels ist am kommenden Samstag um 13 Uhr in der Schau-ins-Land-Reisen-Arena.